Hallo, ihr lustigen Mordsteinsammler da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Mordheim City of the Damned mit den Untoten. Oder genau genommen, mit den Vampiren. So, hier an dieser Stelle natürlich wieder mal die Aufforderung sozusagen, zeigt mir euer Wohlwollen, wenn ihr wollt, dass diese Reihe weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie viele von euch das wirklich interessiert. Jetzt sind wir schon in Folge 3. Deswegen hier nochmal sozusagen die Frage, gefällt es euch? Und wenn ja, dann zeigt es mir irgendwie durch Kommentare, durch Likes und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, ne? Das Übliche halt, damit ich das nachvollziehen kann. So, ich habe mir überlegt, dass wir uns mal wieder einen Kollegen kaufen. Die Frage ist bloß, was die Zombies... sind, ich finde die Zombies zu langsam. Aber sie haben mehr Lebenspunkte. Ich glaube, ich nehme trotzdem hier so einen. Oh, der heißt Lucien. das tut mir sehr leid. Aber aus Gründen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, falls du das siehst. Aber du weißt ja warum, ne? Ich weiß, dass man deinen Namen auch nicht ganz so schreibt, aber lieber... das ist der Scheiß-Cyborg. Scheiß-Cyborg ist leider ein Ghoul geworden. Aber denk daran, ein Ghoul ist cool. Also, was sich reimt, ist richtig. Und deswegen ist es jetzt so. Punkt. Keine Widerworte. Mal gucken, vielleicht können wir dem Scheiß-Cyborg ja auch eine coole Waffe geben. Was haben wir denn da? Der kann einen Hammer benutzen. Ihr könnt einen Zweihandhammer benutzen. Guckt euch das mal an. Das sieht ja richtig stylisch aus. Das gefällt mir. Fernkampfwaffen kann der gar nicht benutzen. Im Laden hätten wir auch nichts. Also der hat auf jeden Fall die Waffenbeschränkung und der knüppelt halt fröhlich drauf rum. Als Speicherplatz auswählen. Hä? Zurück. So, er hat jetzt auf jeden Fall hier die Zweihandknüppelei. Der Vasile bekommt auf jeden Fall in die Zweithand. Also hier hat er ja schon mal eine Axt. Rüstungsabsorption reduzieren, kritischer Trefferschaden. Boah, die Dolche, wie die aussehen. Das ist einfach nur so ein Pflock. Hey, komm, komm mir nicht zu nahe mit diesem Flock, du komischer Ghoul. Ich gebe ihm absichtlich das, weil es halt die Initiative erhöht. Ach doch, hier. Ah, warte mal, jetzt. Okay, der kann Stoffrüstung tragen. Jetzt habe ich dann doch eine Möglichkeit gefunden anscheinend. Ich muss bloß hier draufklicken. Der kann aber keine schwere Rüstung tragen, so wie es aussieht. Laden. Ah, er kann schwere Rüstungen tragen. Ja, mein Gott. Her damit. Also geht das doch. Also geht das doch. Gibt's im Laden einen Helm? Boah, hätte mich ja gewundert, wenn das nicht ginge. Das wäre ja schlimm gewesen. So, okay, er hat jetzt hier tatsächlich... mal hier die schwere Rüstung haben wir einfach mal eingekauft. Kannst du auch Rüstung tragen? Nee, der kann keine Rüstung tragen. Weil ich weiß, dass eine leichte Rüstung im Laden war. Ach nee, warum hier wäre... Ah, jetzt doch jetzt. Mann! Mob! Meine Fresse! Hey! Jetzt sehen wir ja immerhin lustig aus. Gut, jetzt haben wir immerhin mal eine leichte Rüstung für ihn. Wie gesagt, und die können, glaube ich, gar keine Rüstung tragen. Ne, und beim Zombie müssen wir auch noch in den Laden gucken. Ne, Zombies können auch keine Rüstung tragen. So, zurück zur Kriegsbande. Okay, wir haben uns ein bisschen aufgepimpt. Ist lustig, dass unsere Waffen alle so ein bisschen rostig aussehen. Was gibt's denn hier für Söldner? Noch haben wir keine Söldner. Okay, das heißt, wir müssen den Tag jetzt verstreichen lassen. Wir haben 49 Mauersteine. A new shipment has been requested. So, und jetzt wird hier natürlich nach Gedöns gefragt. Und im Schmugglerlager will jetzt hier... Die wollen 75 haben. Gut, die sparen wir erstmal an. Wo können wir sonst noch hinschicken? Siedlung Schwarze Grube, Halsabschneiderhöhle.
diese Nebenfraktionen sind immer wieder lustig, ne? Das ist. Also ich glaube, das sind die wahren Gewinner an der ganzen Sache, ne? Die machen so den fetten Reibach, die kassieren von allen ab. Okay, Laden haben wir schon. Nächster Tag, Veteranensystem. Ach, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich weiß nämlich, dass ich hier Punkte vergeben kann. Gott, wie ging denn das nochmal? Veteranenfähigkeiten, genau hier. Was wollen wir denn haben? Wir haben 8 Punkte, die wir vergeben können. Reduziert die Kosten von Krieger, Entdecker. Reduziert die Kosten von Kundschaften auf. Nee, Falscher. Erhöht den Verkaufspreis von Gegenständen. Gelehrter. General. Reduziert den Sold. Nach einer erfolgreichen Mission. Das ist nicht so wichtig. Heiler. Ich glaube, das brauchen wir als Untote gar nicht so sehr. Kontakte. Unterhändler. Ja gut, dann machen wir halt einfach das hier. Bestätigen. Dann gehen wir hier gleich auf den Meistergrad des Falschers. Berühmt. Ja, komm, das machen wir gleich auch hier. Dann Händler. Markt. Rotation. Chance auf einen Ausverkauf. Jawohl. Das finde ich gut. Und jetzt noch die letzten Punkte. Heiler General spart auch Geld. So, jetzt haben wir unsere Punkte vergeben. Gut, 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 gut. Dann gehen wir in die Kampagne wieder rein. Und dieses Mal haben wir hier durchschnittlich gering, sehr gering, sehr gering. Durchschnittlich sehr gering. Rivalen in den Ruinen, Verfolger in den Schatten. Ich nehme jetzt das hier. Rivalen in den Ruinen. Your scouts have discovered a rival band in the vicinity. These warriors are clustered around their wagon, making them a very attractive target. Und wir können schon loslegen. Also wir müssen einfach nur 55% der Moorsteine erobern. Ah, jetzt kann ich hier wieder auswählen, wo ich hin will. Hier sind unsere ganzen Sachen. Das ist unser Wagen. Wo ist deren Wagen? Ganz da hinten. Gut, wir starten sowieso hier alle jetzt mehr oder weniger an derselben Stelle. Deswegen ist das ziemlich wumpe. Ja, so. Gegner ist am Zug. Was könnte das für einer sein? Eine sehr hohe Ini. Könnte ein Skave sein. Ich würde das momentan nicht zu früh drauf schließen. Ich glaube, ich sollte vielleicht hier langlaufen, oder? Ja. Ich habe mich falsch aufgestellt. Na egal. Wo ist der Moorstein? Der müsste hier sein. Irgendwo hier zumindest. Ich gehe mal hier hin. Nur für den Fall, dass da einer um die Ecke kommt. Wie er guckt, ne? Sieht, das war schon mal ein Mensch, hat sich allerdings sehr viel verändert. Nicht zum Guten, würde ich mal behaupten. Boah, wie komisch der läuft. Sieht von hinten ein bisschen komisch aus. Als ob er nicht so richtig laufen, sondern eher so schweben würde. Jawohl, das erste Moorstein. Ich nehme auch diesen Moorstein. Gar keinen Moorstein-Effekt, okay. Den ersten haben wir. Das sollten uns allerdings nicht zu weit von der Gruppe lösen. Oh, da hinten ist ein richtig schöner. Den bringe ich meiner Angebeteten mit.
Und da ist wieder Commander Hinkefuß. Warte mal. Ich könnte mit ihm eigentlich abkürzen. In der Kürze liegt die Würze. Ja, dann kann er das nämlich nachher machen. Er wird sowieso nicht schaffen. Es wird wieder so dieser halbe Meter sein, der ihm fehlt. Guckt da ernsthaft oben der Schädel raus. Okay, der Gegner sammelt jetzt auch schon Moorsteine. Einen haben sie. Noch einen, okay. Oh mein Gott, sie looten uns alle weg. Diese Gierschlunde. Gucken wir uns den Zelt mal ihn an. Schau mir in die Augen, Kleines. Oder in dem Fall eher, guck mal. Ich weiß nicht, was er zuletzt gegessen hat. Das muss verdammt lange her sein. Aber es sieht trotzdem nicht lecker aus. Was mache ich jetzt mit dir? Das ist Shai. Shai gesellt sich zu seinem Freund, dem Vasile. Zu zweit sind sie unausstehlich. So, warte mal, komm, wir machen das so. Jetzt hier mal die Stellung, dein Zweihandknüppelchen. Hat er ernsthaft für seinen Buckel hier eine Rüstung? Wie geil ist das denn? Wo sind denn die anderen? Wo seid ihr alle hin? Ich finde euch nicht mehr da hinten. Ja, mit schwerer Rüstung ist er jetzt natürlich nicht mehr so schnell. Aber die sind ohnehin nicht alle so schnell. Weshalb ich das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen relativ sehe. Also ich heb das jetzt hier auf jeden Fall mit ihm hier auf. Boah, ey, also die scheinen sehr viel näher an den Moorsteinen dran zu sein als wir. Die haben jetzt schon 4 gesammelt. 5. Auch nicht schlecht. Sechs. Okay, da hat anscheinend jemand lange Beine und weiß sie zu benutzen. Außerdem hat er auch lange Finger. Heieiei, darf ich jetzt endlich? Schön. Was nehmen wir denn aber mal auf? Objectives updated. Schade. Fluch, Moorstein-Effekt. Den haben wir. Jetzt haben wir links in dem Gebäude noch irgendwie einen Moorstein. Ja, den will ich auf jeden Fall auch haben. Es geht hier ja ums Prinzip, ne? Und irgendwie hier unten links oder... Hä? Ach, da unten, ja. Warte mal, kann ich nicht irgendwie da hoch runterspringen oder so? Ja, das hilft mir ja gar nicht. Wupp. Ja, nehmen wir den hier halt jetzt noch voll. Und der Plan ist jetzt, die 4 erstmal zurück zum Wagen zu bringen. Ah, jetzt sehen wir das hier. Morschen habe 20% Rüstungsabsorption. Nett. Immun gegen Gift. Wow. Effektart mechanisch. Wow! Da drüben gerade eben die große, fette Moorstein-Party entdeckt. Zu spät, dass ich, leider habe ich sie zu spät entdeckt. Da waren meine Finger mal wieder schneller als meine Augen. Ich werde jetzt einfach mal mit der gesamten Truppe hier runtergehen und einfach alles einsammeln, ne? Schön zusammenbleiben und so. Wobei, da drüben hat es ja auch welche. Ah, wir haben es auch mit Untoten zu tun. Wo war denn der gesehen?
Ah, ich habe den anscheinend hier gesehen. Da drüben hätte es auch gedöns. Ja, aber ich glaube, dass es hier zum großen Showdown kommen könnte. Ich möchte so weit wie möglich kommen. Vielleicht wäre es besser, wenn ich hier runterspringe. Nein, wäre es ganz blöd, weil ich bin nämlich schon am Ziel vorbeigelaufen. Meine Güte, meine Güte. Supp. Und supp. Sehe ich den jetzt wieder? Nee. Sehe ich den jetzt hier? Nee. Also auf jeden Fall gehe ich jetzt mal hier in die Überfallhaltung. So, Freund Zombie. Was? Er kann ja nicht runterspringen. Ich dachte, er kann hier runterspringen. Och, nö. Tja, unser das entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Running Gag. Dieser Zombie weiß nicht, wo es lang geht. Scheißendreck. Der weiß wirklich nicht, wo es lang geht. Oh Gott. So. Wie mache ich das jetzt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er ist einfach so langsam. Es ist unfassbar, wie langsam dieser Zombie ist. Warum sollte man ihn mitnehmen? In größerer Zahl, meine ich. Ich meine, da braucht er mich auch nicht mit seinem treuen Hundeblick anschauen. Oh. Wage es nicht. Immerhin wissen wir jetzt, dass er da hinten ist. Tja, Schei, dann geh mal deinem Kumpel helfen. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier nicht unbedingt großartig mit Fernkampf zu rechnen haben. Aber diese drei Dinger da will ich auf jeden Fall haben. Dann hätten wir schon mal 7. Gut, ich meine, die haben jetzt auch schon eine ganze Menge. Oh Gott, da ist nochmal so ein Ghoul. Na toll. Noch mehr Überfallhaltung. Ich liebe es. Wird eine Weile dauern, bis er hier ankommt zum Helfen. A new round has started. Mhm. Und da rannte Captain Obvious einfach durch die Straßen. Kann ich ihn anlocken? Ja, kann ich. Boah! Ist klar! Boah, Kacke, ey. Das war ja mal richtig ungeil. Ja, wir werden jetzt hier unten erstmal kämpfen müssen. Auch unser Vampirfreund muss jetzt da unten mitkämpfen. Sonst verlieren wir diese Schlacht. Dieser erste Schlag war fatal. Ja, super, ne? 80%. Natürlich hauen wir erstmal daneben, weil wir so ein Profi sind. Oh, cool. Auf die Knie! Hat er gemacht. Ist immerhin ein Braver. Cool. Er hat erkannt, dass wir ein toller Vampirfürst sind und respektiert uns jetzt dafür. So, da hinkebeint. Jetzt mal hinkebeint wieder lang. Du. Der tritt jetzt einfach mal so auf die Falle. Da kommt der andere.
verfehlt uns, das ist gut. So, der ist auf jeden Fall schon mal fröhlich am Abknien. Das finde ich wirklich super. Ja, und jetzt kommt der gegnerische Igor. Der kommt allerdings zum Glück nicht ganz so weit. So, der rappelt sich auf. Und kann nur noch in die Ausweichhaltung gehen. So, wie weit kannst du gehen? Kannst du die Sachen da hinten einnehmen? Ach nee, das wird der hier wieder zu verhindern wissen. Ah, das ist doch eine Pest. Ja, komm, dann hau hier drauf. Ja, vor allem hau daneben, weil der ausweicht. Na toll. Wisst ihr, da komme ich jetzt wieder nicht ran. Wupp. Wupp. Wupp, wupp. Warum komme ich da nicht ran? Finde ich ziemlich doof. A new round has started. Jetzt kommt wieder der gegnerische Vampir. Entsetzensprobe. Wir verfehlen natürlich. Jawohl, er verfehlt aber auch. Oh, ich kann einen Gegenangriff machen. Klar. Jawohl. Silvio von Bitte. Hey, der ist verwandt mit uns. Der Drecksack. Der ist uns auch wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, jetzt haben wir diesen richtig schönen Zweikampf, den keiner sich so wünschen kann. Hat der nochmal einen Ghoul oder hat der nochmal so einen Hinke-Zombie, der da irgendwo rumtänzelt? Man weiß es nicht. Gott, was für ein Schlamassel. Jawohl. Der Nathan. Er heißt Nathan. Das wird der Nathan gleich nicht mehr gut finden. So, komm. Hinkebein. Jawohl. Schaffst es mal wieder nicht, irgendwo rechtzeitig zu sein. Hinkebein. Er war noch nie nützlich. So. Erledigt. Wenn ich jetzt laufe, stürmt er an. Deswegen mache ich die Ausweichhaltung. Autsch. Mhm, er lootet jetzt seinen Kumpel. Ah, da sind die Morsteine gewesen. Au. Ich glaube, das könnte das Ende von Schei sein. Oh, Manu. Hm. Wäre jetzt gut, wenn wir den Vampir knüppeln könnten. Jawolligens. Das war der Hit des Tages. Eieieiei. Ein Crit zur rechten Zeit. Ergebener Diener machen wir jetzt nicht. A new round has started. So, der muss ich erstmal aufrappeln. Konnte zum Glück nur einmal angreifen. Hm. Den kann ich auch nur als einzigen angreifen. Wir haben immerhin eine gute Trefferchance. Gegen den David. Mit W. So, kommt jetzt mal unser Zombie mal wieder dran. Ne, wir haben jetzt erstmal nochmal einen Ghoul, der da gleich zuschlagen darf. Ach, mit dem bin ich jetzt schon im Nahkampf. Na toll. Naja, immerhin habe ich den Valentin. Der heißt Valentin. Erstmal hier ordentlich schon mal ein bisschen vorgeklöppelt. So, kann ich jetzt mit dir hier... Jawohl.
Nur um professionell mit dem rostigen Schwert nicht zu treffen. Eieiei. Aber immerhin ist der Vampir zahlenmäßig unterlegen. Oh, wir weichen aus. Und das war's auch mit Vasile. Ist voll der Killer, ey, der Typ. Wir haben das Problem, dass wir jetzt hier ein bisschen Schiss haben, ne? Das könnte jetzt allerdings den Vampir klöppeln. Ne, können wir nicht, weil wir jetzt wieder Schiss haben und deswegen nur einen Schlag machen können. Autsch. Ach Gott, Philipp heißt unser Hinkebein. Da kommt sein Hinkebein an. Und er steht auf dem guten Moorstein rum. Stochern wir halt weiterhin in seinem Körper rum. Als ob wir darin etwas finden könnten, was wertvoll wäre. Komm, hau ihn um. Jawohl. Endlich. Objectives updated. Bin dafür. Warte mal, ich bin dafür, dass wir uns jetzt hier einmischen. Jawohl. Der ist jetzt auch schon mal ziemlich angeschlagen. Wir haben gerade irgendwie eine Aktion weniger an Kosten gehabt für das. Für den Kill, glaube ich. Oh, und sie geben schon auf. Alles klar. Das ist lustig, wie die Zombies einfach auf die Knie fallen. Ich würde es cool finden, wenn sie einfach so zerfallen würden. Schade, es kam nicht dazu, dass wir jetzt hier die 75% machen konnten. Aber was soll's, liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.